Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat gestern einen Wochenauftakt zum Vergessen erlebt. Nach einem moderaten Minus zum Handelsstart ging es ganz schnell immer tiefer. Am Ende lag der DAX dann bei 12.542 Punkten. Das ist ein Minus von fast 4,4% bzw. 574 Punkten. Blicken wir mal voraus auf den heutigen Handelstag, jetzt zusammen mit unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt, mit Franziska Schimke. Schönen guten Morgen. Franziska, wie groß ist denn die Hoffnung auf einen Turnaround Tuesday heute für den DAX? Ja, zumindest erwarten wir heute zum Auftakt erst einmal eine Gegenbewegung, eine Stabilisierung nach diesen kräftigen Verlusten vom Wochenauftakt. Es war der größte Tagesverlust seit Mitte März und die vor gut drei Wochen eingeleitete Korrektur, die hat gestern dann jetzt eben noch einmal an Fahrt aufgenommen. Sorgen aufgrund der neuen Corona-Infektionszahlen und vor einem weiteren Lockdown sind hier vor allem der große Belastungsfaktor. Und das heißt von Seiten der Experten, ein neuer Lockdown, das wäre eine Katastrophe für die Wirtschaft und somit nehmen die Anleger eben aktuell erst einmal Reißaus. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben, einmal mehr in Japan Feiertag, die Börse bleibt geschlossen, moderate rote Vorzeichen bei Hang Seng und Shanghai Composite, da geht es um 0,4 bzw. 0,3% nach unten, aber eben auch beim Dow Jones gestern kräftige Verluste, da war man auf dem niedrigsten Stand seit Anfang August aus dem Handel gegangen, auch dort ist es die Angst vor einer neuen Corona-Welle und das Positive aber, der Technologiesektor, der hat sich dann letztlich sogar ins Positive vorgearbeitet und somit hat das zum Ende dann doch noch so ein bisschen eben die roten Vorzeichen minimiert. Rote Vorzeichen waren es aber trotzdem eben auch beim Dow 1,8%. Aber wie gesagt, heute jetzt erst einmal eine Gegenbewegung. Wir rechnen damit, dass wir über der 12.600-Punkte-Marke starten werden. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Das war unser Ausblick auf den Handelstag. Wir machen weiter mit der Marktidee. Heute ist dies das Währungspaar Euro-US-Dollar. Der Euro bewegt sich gegenüber dem US-Dollar seit Ende Juli, Anfang August in einer engen Handelsspanne. Aktuell testet der Kurs die kritische Unterstützungszone auf der Unterseite. Sollte die Gemeinschaftswährung darunter fallen, droht eine deutliche Abwärtskorrektur. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, dann lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse. Da finden Sie weitere Details hier zum Währungspaar Euro-US-Dollar. Gehen Sie auf www.ideas-daily.de. Ja, und wir sehen uns morgen wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.